Liebe Freunde, willkommen zum Zusammenfassungsvideo der Operation Phantom Sight. Und in diesem Video werde ich kurz und knackig alles zusammenfassen, was wir in dem Operation Phantom Sight Reveal bekommen haben, was an dem Panel gesagt worden ist, wie die zwei neuen Operator funktionieren, wie das Rework von Café Dostojewski aussieht, sowie unsere neuen Elite-Skin. Als allererstes zu unserem neuen Elite-Skin, es ist Legion. Keiner freut sich drüber, oder wahrscheinlich nur ich nicht. Es ist Legion, er wird erhältlich sein am Release der neuen Operation, der circa am 11. Juni sein wird. Wenn wir die drei Wochen im Testserver zusammenzählen, 11., 12., 13. Juni, dürften wir die neue Season bekommen, so wie auch den Legion Elite-Skin. Und nun kommen wir zu unserem Defender, Warden. Wie soll ich Warden beschreiben? Warden wurde beschrieben als Anchor, wo ich auch zugestimmt habe, denn als Roamer oder andere würde er nicht wirklich Sinn machen. Er ist One Speed 3 Armor und er hat die Glance Smart Glasses. Und diese Glasses funktionieren wie folgt. Ihr schaltet sie ein, wie bei Kavaira den Silent Step. Und dann habt ihr eine bestimmte Zeit lang die Ability, gegen Smoke und Flash immun zu sein. Das heißt, sobald diese aktiviert, auch wenn ihr schon geflasht worden seid oder in der Smoke steht, könnt ihr diese aktivieren und der Flash ist vorbei, beziehungsweise ihr könnt durch die Smoke sehen. Seine Counter sind, dass ich dieses Gadget aus sehr naher Entfernung habe. Und seine Operator-Counter sind Thatcher mit seinen EMPs, IQ mit ihrem RED. Und Glass, der natürlich auch das Smokes gucken kann. In seinem Loadout befinden sich die MPX von Valkyrie, die M590A1 Schrotflinte von den englischen Operatoren und als Sekundärwaffen hat er die P10C von Clash oder auch die SMG12 von Dokkaebi. Und zusätzlich kann er noch Barbed Wire oder eine Deployable Shield mitnehmen. Und nun kommen wir zur Nock. Nock ist unser Angreiferflanker und ein Anti-Intel-Operator. Sie ist 2-Speed, 2-Armor und hat das Gadget, die HEL Presence Reduction Gloves. Das bewirkt, dass sie gegen jegliche Intel-Devices, sprich Kameras, unsichtbar ist. Egal ob Maestro Evil Eyes, normale Kameras, Valkyrie Eyes, Bulletproof Cameras und so weiter und so fort. Sie wird unsichtbar dagegen. Ihre Counters sind... Sie glitscht bei Bewegungen, bedeutet sie voltet in Window rein, sie geht über ein Schild drüber, sie geht durch Barbed Wire, sie geht durch die Teile, die noch runterfallen, wenn man eine Barrikade zerstört, durch oder sie wechselt die Waffe. Bei jeglichen Bewegungen glitscht sie und man sieht sie kurz. Was kann man dagegen tun? Natürlich sehr viel Barbed Wire auslegen, dass man halt sieht, wann sie da durchgeht. Ihre Operator-Counters sind Clash. Wenn man Glück hat und sie mit geblitzt, sieht man sie auch glitschen, sowie Trap Operator wie Legion und Frost. Im Loadout befindet sich bei ihr die FMG9 von Smoke, die 612 SD von Legion und als Sekundärwaffen etwa die 5.7 USG oder eine Deagle, eine D50, wo man sogar einen Suppressor drauf machen kann. Ihre Side Gadgets kann sie sich entscheiden zwischen einer Breaching Charge oder einer Claymore. Neben den zwei neuen Operatoren bekommen wir keine neue Map, aber ein Rework von einer alten Map, nämlich Café Dostojewski. Ich werde jetzt nicht vieles dazu sagen. Ihr seht im Hintergrund die Vorher-Nachher-Szenen, die gezeigt wurden beim Panel. Die lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen und kurz dazu sagen kann man, es gibt im ganz großes First Floor Rework. Eigentlich ist die ganze Map reworked worden, na klar. Und zwar, man erkennt sie von außen wieder, von innen natürlich einzelne Teile. Und wir haben im First Floor ein großes Rework der Küche. Sieht ja jetzt viel größer aus und viel mehr Küchengerätschaften drin und viel mehr Raumfläche und was sich einfach besser anfühlt zum Spielen, finde ich. Also ich habe es noch nicht getestet, aber von dem, was ich gesehen habe, denke ich mir das hier auf jeden Fall. Im Second Floor gibt es ein neues Objective. Somit haben wir jetzt insgesamt 4 Bomb-Spots, die man angreifen bzw. verteidigen kann. Und das wären Reading Room und Fireplace.
Und bevor dieses Video endet, noch zu den sonstigen Challenges. Und diese wären: Wir bekommen den TTS, den Testserver, übermorgen am 21.05. Das ist der Dienstag. Und wenn wir 3 Wochen drauf rechnen, dann bekommen wir den ganzen Patch, die ganze neue Operation auf die Live-Server in der Woche des 11. Junis. Also der 11. Juni werden genau 3 Wochen. Was bekommen wir noch? Neues Ranking-System. Wir bekommen endlich Pick and Ban. Mit dazu eine Rank-Guide, wo wir sehen, wie haben wir uns verbessert, welche Maps sind gerade spielbar und so weiter und so fort. Und Ranked ist ab sofort Bomb Only. Im Shop bekommen wir ein neues UI und natürlich das Glass-Rework, was wir schon bei den Invitationals geteased bekommen haben. Glass muss ab sofort stillstehen bleiben, er muss wirklich ein Sniper sein, dass er dieses gelben, den gelben Marker bekommt durch Smokes. Und wie genau oder wie weit man davon weg ist, sieht man an der Anzeige neben dem Scope. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.